Ja, unser Projekt heißt Stachelfrucht. Das ist ein ultimatives Anti-Fahrrad-Diebstahl-Sicherungsnetzwerk-App-Paket. damit wollen wir eigentlich nur unser Fahrrad schützen und damit können wir auch ganz toll verfolgen, wo unser Fahrrad denn sich gerade rumtreibt. Man kennt ja, man hat ja solche Probleme, dass die Fahrräder halt unangenehme Ausflüge machen oder ihre Eigentümer dann auch angepisst sind. Und ja, dafür haben wir halt eine Lösung, Stachelfrucht. Stachelfrucht ist von der benutzerdefinierten Seite eine App, basierend auf der ist eine Android-App, welche mit der Programmiersprache Java geschrieben wurde, womit man mit ein paar ganz einfachen Klicks zum Beispiel das Sicherheitssystem aktivieren, deaktivieren kann. Und wenn es dann gegebenenfalls geklaut ist, das Sicherheitssystem aktiviert ist, kann man dann auch direkt mit einer GPS-Verfolgung gucken, wo es sich denn gerade befindet. Willst du das einmal kurz machen? Ja. Wir haben das sogar da. Wir sind aber leider von der Zeit her nicht fertig geworden. Deswegen haben wir eine Art Emulation dafür gemacht. Und ja, das wird dann einmal Steffen kurz machen. Also wir haben hier erstmal die Anmeldung, wo man halt Benutzername und... Das ist die Kamera. Ja. Geh zur Kamera. Okay. Also wir haben hier einmal die... Oh. Nicht sehr gut. Ja, also wie gesagt... Ja. So, okay. Wie? So? Okay. Ja. Also wir haben ja einmal die Anmeldung, wo man sich anmelden kann, um sich dann mit dem Server zu verbinden. Und hier hat man einmal den aktuellen Status. Also zurzeit ist es dann aktiv, wo man dann halt sehen kann, wo das Fahrrad dann ist und ob es geklaut wurde. Wenn man hier einmal auf GPS-Tracking geht, dann sieht man hier eine Karte und gerade auch den Standort des Fahrrads. Das wird dann hier mit einem roten Wegpunkt markiert. So viel dann zur App. Also verwaltet wurde das alles über eine MySQL-Datenbank und einem Server, für die es sich verantwortlich war. Und dort wurden all die GPS-Daten hineingespeichert, inklusive des Benutzers. Und von dort aus wurde dann auch geguckt, ob der Status ist, ob das Fahrrad gesperrt ist oder nicht. Und dadurch wurde es dann von der App abgerufen, all die Daten, wo das Fahrrad sich befindet. Und wenn es demnach dann gesperrt ist und es sich bewegt, dann wird das halt quasi auf die App weitergeleitet und die App benachrichtigt einen dann, dass das gestohlen wurde oder so. Am Fahrrad haben wir dazu einen Raspberry Pi angebaut, der hier in dem kleinen Gehäuse sitzt. Er kommuniziert derzeit noch mit WLAN mit dem Server. Später soll das Ganze auf Mobilfunk umgemodelt werden. Nur da wir hier keine Mobilfunkmodule zur Verfügung hatten, haben wir erstmal WLAN genommen. Wenn man das Vorderrad dann dreht, da ist ein Nabendynamo drin, reagiert der Raspberry Pi darauf und schickt einen Alarm raus und sendet es an den Server. Kannst du mal kurz drehen? Vorderrad anheben und drehen. Habt ihr ein Signal? Ton? Vorhin hat es doch funktioniert. Ja, das waren wir mit dem ganz lauten Fiepton, was... Das uns alle wahnsinnig gemacht. Ja. Ich weiß jetzt... Der ist aus. Daran liegt es nicht. Ja. Vorführeffekt. Das war's. Ah. Ja. Das ist alles was anderes. Keine Ahnung. Ja. Wollen wir es jetzt mal versuchen, oder? Jörg. Ja.
Also nur als Information, das, was ihr gerade eben gehört habt, war definitiv nicht der Alarmton. Auch das ist typisch für einen Hackathon. Genau das meinten wir mit Probleme erkennen, dran arbeiten, direkt weitermachen. Okay, ganz kurz, es klingt tatsächlich wie eine Türsirene. Wir müssen leider ein bisschen auf die Zeit achten. Ja, wir haben es gehört. Also ich habe es ein paar Mal gehört und ich fand den Ton total super. Ich bin der Meinung, die haben jetzt mal einen Mega-Applaus verdient.